Auch beim zweiten Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress ist die chemische Industrie dabei. Als Partner der Veranstaltung und Mitunterzeichner der Vereinbarung über die neue gemeinsame Ressourceneffizienzinitiative des Landes Baden-Württemberg engagiert sich der Verband der chemischen Industrie. Ressourcenschonung und Ressourceneffizienz, das ist eine solche Herausforderung und eine solche Idee, deren Zeit meines Erachtens gekommen ist. Mit 10 Thesen und der Initiative 100 Betriebe für Ressourceneffizienz startet die Entwicklung der Landesstrategie Ressourceneffizienz. Für Thomas Meyer, Hauptgeschäftsführer des VCI, ist es als Mitunterzeichner entscheidend, dass die chemische Industrie hier mit dabei ist. Für die chemische und pharmazeutische Industrie ist Ressourceneffizienz ganz besonders wichtig, aus Kostengründen, aber auch aus Marktgründen. Wir benötigen viele Rohstoffe, viel Energie, aber wir schaffen auch neue Möglichkeiten, substituieren Rohstoffe und deswegen beinhaltet das auch Chancen für unsere Industrie. Besonders gute Beispiele wurden auf dem Kongress vorgestellt und diskutiert. Eines davon kam von der Rheinchemie aus Mannheim. Dr. Rüdiger Herpich, Leiter Qualität, Umweltschutz und Sicherheit, stellte es vor. Und er konnte mit Stolz darauf verweisen, dass das weltweit tätige Spezialchemieunternehmen dafür bereits ausgezeichnet wurde. Mit 2 Responsible Care Awards als Landes- und Bundessieger. Die Chemieindustrie hat eine große Verantwortung und Erfahrung im Umgang mit sensiblen Stoffen. Rheinchemie in Mannheim hat vorgemacht, wie Mitarbeiter und Umwelt besser geschützt und dabei auch noch Rohstoffe eingespart werden können. Das Unternehmen schaffte es, Phenol aus Abwassergemischen zu isolieren. Den Experten der Rheinchemie gelang es nun, Phenol aus dem Abwasser aufzubereiten. Und zwar so rein, dass es wieder als Rohstoff in der Produktion eingesetzt werden kann. Für die Jury des Responsible Care-Wettbewerbs ein tolles Beispiel für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Mit der Initiative von Industrie und Politik sollen 100 Unternehmen gewonnen werden, die ähnliche Projekte beispielhaft erfolgreich realisieren. Damit Ressourceneffizienz in allen Unternehmen im Alltag ankommt, wie das heute in der Chemie bereits der Fall ist.